von hier unten ab, bis hinten zur Frittenbude. Alle Hände nach oben! Es sind immer noch nicht alle. Wahnsinn! Es ist unglaublich laut hier durch den Wasserfall. Ich denke, ihr hört das Rauschen auch jetzt hier, was wir leider nicht vom Mikrofon abschirmen können. Aber dennoch hört man euch. Grölen bis hier hoch und jubeln. Und das ist ein so schönes Gefühl. Und das zeigt uns, dass sich die wochenlange Arbeit gelohnt hat. Denn ihr kommt bestimmt nicht wegen der Feuershow, sondern wir als Künstler dürfen hier sein, weil so viele Besucher hier an diesem Wasserfall sind. Und für uns ist es eine absolute Ehre, hier an so einer Klassen-Location zu sein. Egal in welchem Fernsehstudio man ist, auf welcher Bühne man ist, egal wo. Sowas gibt es nur einmal, das muss hier nie werden. Und ich danke euch für den Weg, den ihr auf euch genommen habt, dass ihr lange vor den Kassenflächen gestanden seid, wie die Lemmings hier hochgelaufen seid. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, die Bahn dabei. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich möchte euch das Team vorstellen, ohne die ihr gar keine Fackel brennen würdet. Es ist einmal im FOH, das Videoteam, die für euch die Bilder ganz groß auf die Leinwand bringt. Danke euch, ihr macht einen klasse Job da unten. Dann dürft ihr ruhig mal applaudieren hier. Thomas, an dein Team, auch an dich ein dickes Dankeschön, dass die Show hier so klasse feuerst mit dem Licht, mit dem Ton. Du warst der mit dem Andi meine Idee verwirklicht hat. Andi unten am Klavier, auch ein dickes Dankeschön an dich. Das ist der Mann, der die verrückten Ideen mit dem Thomas umgesetzt hat. An meiner Seite seit Jahren mit dabei. Bitte einen Applaus für André. Mir als Künstler auf der Bühne. Ein Applaus bitte für Max. Und man darf ihn nicht vergessen, mein kleiner Bruder am Schlagzeug und an der Gitarre, der Josche. Wenn ihr jetzt gleich Richtung das Feuerwerk jetzt heute noch nach Hause geht und ihr seht die Jungs mit den blauen Jacken, mit den blauen Mützen und auch den Triebwerker Weihnachtszauber, das sind die Jungs, die gar keinen Applaus bekommen. Ab und zu steht mal so ein kleiner Satz in der Zeitung und der Hannes, der kommt hierher, zündet ein bisschen Feuer rum und kommt die ganze Zeit Applaus. Wenn er diese Jungs aber sieht, dann klopft ihr nochmal auf die Schulter beim Vorbeigehen und sagt ihm, dass sie einen klasse Job gemacht haben, dass die Jungs die Jahre nicht so gut machen, die im Gegenstand halten, die ganzen Lichterketten aufhängen, sowas wie hier aufbauen, so eine Bühne, dass wir hierher kommen können. Ein dickes Dankeschön von meinem Team und von mir an die Technik, ihr macht einen klasse Job. Besonders in den ganzen Wochen vor dem Weihnachtszauber. Muss kein Aufwand. Jetzt habe ich noch jemanden vergessen. Noch wenn sie mich nicht hören, dann muss es weiter gesagt werden. An die Maria Huber, das Essen in der Kantine ist grandios. Und ich weiß, dass ihr euch auf Feuerwerk freut, aber ich freue mich so riesig auf eine Riesenportion mit Fleisch und Reis auf meinem Teller. Aber ich würde sagen, bevor ich zum Essen gehe, habt ihr doch Lust auf eine Flamme. Na, ich war vor 2 Wochen in dem Seniorenheim und die haben deutlich mehr Stimmung gemacht. Ha!
ist aber eine allerletzte Flamme hier. Der Tipp wird mit euch. Das berührt ja uns. Komm rein. Man muss auch nicht so. So, jawohl. Immer einen tiefen Schluck da oben als letztes Mal. Liebe Kinder, nichts nachmachen zu Hause, ja? Sehr gefährlich alles. Machen Sie auf dem Schulhof, das geht wenigstens mehr. Also, wir zählen auf drei. Und. Oh, Moment, Moment. Die Ball läuft schon wieder unter uns. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Und. 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 Drei, Hannes. Drei. Ja, warte mal noch diesseitig. Der Max fährt zu langsam. Dankeschön! Meine Damen und Herren, das war für euch die letzte Feuershow hier oben in unserer Wasserfall-Showbühne. Wie gesagt, für Sie jetzt ab etwa 21 Uhr das große Abschlussfeuerwerk des heutigen Tages beim Triebener Weihnachtszauber 2013. Noch einmal für Sie die besten Plätze dafür sind im Lichterdorf, das ist da, wo Sie jetzt eh hinkommen, wenn Sie in die Einbahnregelung entlang gehen, oder ansonsten an den Wegen vor dem Riesenrad, das Feuerwerk kommt.